Oh, easy sind wir schon gelandet. Ich bin ein Zombie! Oh Gott! Mami, du schmeckst so lecker! Hi! Hi. Oh. Wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind gecrashed! Ja, wunderbar! Oh, wunderbar! Wir haben natürlich das ist kein ja schön. Oben ist leer. Na toll. Okay, wir sind nicht unbedingt in der schönsten Landschaft gecrashed. Oh, ich habe unsere Couch in die Hand genommen. Oh Gott. Geh weg! Guck mal, du kannst sie du hast gerade einen Grafikfehler in die Couch verwandelt. Ja, bei mir auch. Ich kann dich nicht. Oh mein Gott, wie cool. Kann ich dich nehmen? Nein, bitte nicht. Ich renne. Kann ich dich... Oh. Ah, nein! Nein, ich kann dich nicht nehmen, schade. Oh, wir können uns ja mal umgucken. Oh Gott, da komme ich nie wieder rein. Ich bin runtergefallen. Oh, wir haben hier noch Sachen in der Kiste, ne? Ja, das ist ja schön. Du kommst nie wieder rein. Da werde ich nie wieder reinkommen. Zu den Sachen Ronja. In der Kiste. Ach Ronja, wenn hier nur Holz in der Kiste wäre, damit ich dir hier was bauen könnte. Ah, das ist ja ein Ding. Sehr gut, hast du eine Treppe. Vielen Dank. Gerne doch. Ich bin übermütig runtergehüpft. Okay, guck mal, hier sind Sachen drin, da kannst du dir was rausnehmen. Oh, mach ich. Ich nehme die pinken Schuhe. Oh, die sind so hübsch. Ja, ich habe jetzt Doppelschuhe. Ich bin ein kleiner Dudu. Jetzt brauche ich noch einen Helm. Haben wir noch einen Helm irgendwo? Ja, vielleicht auf meinem Kopf. Den glaube ich auch. Warte, hier ist ein Schild draußen. Hier steht Achtung, Herobrine. Ah. Herobrine. Das ist Herobrine. Name. Warte. Warum ist da ein Warnschild? Weiß ich doch nicht. Hast du das da hingesetzt gerade? Willst du mir Angst machen? Ich habe keine Ahnung. Der Zombie-Witz hat schon nicht funktioniert. Zombie-Witz? Ja, okay. Der war schon schlecht. Nein, ich glaube, heute Abend kommen Monster und scheinbar vielleicht Herobrines. Ich weiß es nicht, Ronja. Oh, wir sollten uns in Acht nehmen. Ich glaube, wir müssen uns eine Base bauen. Wir haben kein Ziel mehr. Wir können nicht mehr weg. Langsam. Ja. Oh ja. Da unten ist eine Kiste. Ich komme da drin. Mit. Oh mein Gott. Hä, hey, voll krass. Hier sind Obsidian-Sachen. Oh, dann können wir. Das ist eine stabile Base. Aber hier ist überall Obsidian. Ist eigentlich kein Wunder. Willst du das abbauen, ha? Mit meiner Dia-Spitzhacke. Ah, das ist, also der Laie würde jetzt sagen, das ist ein Eisenschwert. Das ist falsch. Kann mich natürlich irren. Warte, lass mal das Obsidian mitnehmen. Ja. Also ich hab schon. Voll viel drin. Hast du schon? Okay, dann nehme ich den Rest, ist ja gut. Hier sind sogar Türen mit bei, interessant. Aha. Ja, cool. Okay, dann gucken wir mal, wo kann man denn eine schöne Basis hinbauen? Guck mal hier oben, hier kannst du es machen. Was ist das für eine Schildkröte da oben? Eine Schildkröte? Cool, du hast schon. Meinst du mich? Nein, dreh dich um. Ich bin keine Schildkröte. Easy, du bist keine Schildkröte. Du bist... Sag ich doch. Dreh dich ich um. Ich bin eine Schildkröte. Was ist eine Schildkröte? Ja, die Schildkröte. Nein, das ist wirklich eine. Das ist hier cool. Aber guck mal, hier können wir perfekt eine Basis bauen. Oh ja, hier, ist, wir brauchen, hier ist super. Guck mal, ich habe doch sogar schon Obsidian. Willst du alleine hochgehen? Ich komme gleich nach und ich mache das Fundament. Okay, wunderbar. Dann, okay. Dann gehe ich mal erkunden zur Schildkröte. Ja. Die Schildkröte. Selber. Gott. Alles gut? Die ist riesig. Je näher man kommt, desto klarer. Oh Gott. Alter. Komm gleich nach, wenn ich hier fertig bin. Okay. Geht's dir gut da oben? Wunderbar. Hab ein bisschen Höhenangst zwar. Vom Hast du wirklich Höhenangst? Ja. Also jetzt so echt im echten Leben? Ja, also auch im echten Leben. Ach krass, echt. Das wusste ich gar nicht. Doch, doch. Schon seit ich... Oh mein Gott, das ist voll schön hier drin. In der Schildkröte. Hier ist ein Baum, echt? Hier sind Äpfel, hier ist ein kleines Boot, hier ist Wasser, hier ist Gras. Das ist wunderschön. Klingt ja cool. Guck mal, ob du irgendwo Material findest oder so noch. Oder okay, vielleicht was für Fallen. Ich kann dir hier Gras und Blumen anbieten sonst. Ich dachte, wir bauen vielleicht Fallen oder haben Herobrines ja, ne, Angst vor Blumen. Ich glaube, Fallen ist eine bessere Idee als Blumen. Aber ich such mal. Okay, hier unten cool, sind... Cool, ich hab unser Fundament fast fertig. Ich komm zu dir, Ronja, ich hab das Fundament Kisten, fertig. Die sind aber alle leer. Oh ja, nice. Okay. Okay, hier unten musst du nicht gucken, da ist nichts. Nur auf der oberen Etage. Ich guck mal im Wasser, bin vielleicht da? Hat da jemand was versteckt. Ja. Oh, hier ist so eine Leiter, oder? Wo? Okay. Hier ist so eine Leiter zur Schildkröte hoch. Ach so, genau, da bin ich. Zur Schildkröte! Mann, ich kann nicht mehr reden. Hi, das sieht richtig hübsch aus. Das ist voll hübsch, oder? Mega, wer auch immer hier wohnt, hat das echt hübsch eingerichtet. Ist hier unten nichts? Nee, da unten sind ein Haufen Kisten, aber also die ich reingeguckt habe, waren leer. Ja, du hast ja aber nicht alle geguckt. Oh mein Gott! Warte, ich habe was gefunden. Du veralberst mich doch, oder? Ja, ich habe was. Wo? Hier, ein Feuerstein. Du bist so blöd.
Ich dachte, da ist jetzt was richtig Krasses drin. Also, oh. Gerade knapp übersehen. Sein. Okay, warte mal. Wir haben hier bestimmt irgendwas übersehen. Also, ich habe in einem anderen Wasser schon getaucht. Da musst du gar nicht erst gucken. Die brauchen wir nicht gucken. Hm. Da sind so Teppiche in der Ecke. Warte. Wo sind denn da Teppiche? Können wir guck mal runter. LOL! Voll gut. Okay, hier ist TNT, hier ist Gravel, hier sind Druckplatten. Ah, nimm mal das TNT raus alles. Mach ich. Daraus können wir richtig gut Fallen bauen. Dann hatte der hier so ein Geheimversteck quasi. Ha. Hm, interessant. Gefunden. Okay, willst du rausgehen? Ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Hallo. Ich spring wieder in mein Gott, Ronja! Warte, ist da noch ein Feuerstein? Erzähl mir doch nichts. Meine Schnürsenkel sind verknotet. Kannst du sie bitte dich wieder unten... Wieso tust du das? Ich bin wieder unten geklettert. Tschüss. Mann. Okay, ich bin nur veralbert wird man hier. Ja, das stimmt allerdings. Hier kannst du auch baden gehen. Und in dem See da drunter? Ah, das ist voll Gott, tief. Oh Gott, ist tief. Oh, ist tief. Gott, ey, voll krass. Warte, hier sind Banner. Siehst du das? Ja. Warte, dahinter ist was. Da ist ein Schild. Ich kann gar da nicht ist ein sehen. Schild. Ah, ich hab selber eine Fackel. Hero Brines Geheimlager. Was? Easy. Wir haben Geheimlager gefunden. Hero Brines Lager? Warte, da ist die Kiste. Lass bitte weg, Ronja. Nee, da sind Dings, Erze drin. Ja, okay. Weißt du, wie sauer Hero Brine wird, wenn wir ihm alle seine Sachen klauen? Ronja, das kannst du nicht machen. Oh Gott, okay. Ja, das ist. Damit können wir unsere Basis dekorieren. Hallo. Ah, hallo, 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 Hero Brine wird hinter uns her sein, Hilfe! Ja, aber guck mal, das Schild sagt ja eh Achtung. Das heißt, das wird er so, so oder so. So wird er dich niemals finden. Okay, komm, wir bauen okay, voll das schöne Fundament schon mal. Dankeschön! Okay, ich hab mir richtig Mühe gegeben. Chiseled Blocks hier, da kann man bestimmt reine optische Säulen machen, die wunderhübsch sind. Oh, du machst andere Säulen. Ist egal, ich mach. Achso, deine wären natürlich viel schöner geworden. Mhm. Ja. Hätten wir das mal wie du gemacht, habe ich jetzt nicht. Hätten wir das mal wie ich gemacht. Aber naja, kann nicht jeder so ein talentierter Baumeister sein. Schade. Warte, ich mach so einen coolen Eingangsbereich oder so. Okay. Wie machen wir denn das? So ein Herobrine-Scanner. Da wird gescannt, ob man weiße Augen hat. Und alle Leute mit weißen Augen kommen nicht rein in die Welt. Das ist natürlich so clever. Ja, ich weiß. Das ist auch meine Idee. Hast du oft gute Ideen oder? Ja. Man kann sehr an der Hand abzählen. Ich baue hier schon mal ein bisschen das Fundament gelegentlich rum. Ah Gott, ich habe keine Dingsies mehr. Sieht aus wie so ein Dingsportal, so ein Netherportal, was du da gebaut hast. Ein bisschen. Eigentlich schon, ja, das stimmt. So ein großes. Oh, du machst so ein. Oh, schick. Okay, aber das ist doch ganz schlau, dann können wir hier so einen Ausguck machen. Eine Falle, okay. Und zwar, ja. wir haben ja Gravel und wir haben Druckplatten. Das heißt, da kann man ja schön nach unten bauen und dann fällt er runter, wenn er kommt. Stimmt, das ist schlau. Ja. Wieso dann, kommt diese Idee von dir? Was soll das denn heißen? Ich bin ein sogenannter Minecraft-PvP-Baumeister. Fallen-Experte. Sonstiges. Natürlich, wie konnte ich das nur vergessen? Ich hoffe, das ist dir klar, aber scheinbar war es dir nicht klar. Naja, schade. Nicht klar genug, aber jetzt ist es mir wieder klar. Okay, das freut mich. So, und dann machen wir hier unten TNT hin, weil jede gute Falle, ja, weiß man ja, ist ja voller TNT. Da ist es dran. Jetzt habe ich, glaube ich, weil jetzt kann ich mich ja gar nicht wieder hochbauen. Das brauche ich ja alles für die Falle. Ach so. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Naja, versuchen wir es an der Seite mal. Soll ich dir, ich kann dir Blöcke droppen. Nee, ich hab Blöcke, ich will nur nicht, das. Ach so, das du willst da, nicht. Das muss quasi ein Schacht sein, sonst funktioniert das nicht mit der Explosion. Selbstverständlich. Das weiß man ja. Also, ich bitte dich. Easy. Komm schon. Tut mir leid für meine Dummheit. Mhm. Ist okay, dir sei vergeben. Okay. Komm, mir ist vergeben, danke. Aber nur ausnahmsweise. Jetzt kommt hier nochmal TNT hin. Badam. Und dann kommt hier. So, und dann sieht es nämlich auch gar nicht auffällig aus, wenn hier vorne Druckplatten sind, weil das können ja dann für die Türen die Druckplatten sein. Aber jetzt nicht drüber laufen, sonst fällst du runter. Ah, okay. Das ist eigentlich echt voll schlau von dir. Jetzt komme ich aber nicht mehr in unser Haus rein. Wieso nicht? Nee, ich traue mich nicht drüber zu springen. Ach so? Ich habe da jetzt so lange dran gearbeitet. Das kann nicht sein. Oha, das ist echt voll groß geworden. Warte, schläfst du schon? Easy? Hallo? Easy! Ich kann nicht mehr, Ronja. Bitte können wir jetzt aufhören. Die Base ist doch wunderschön. Bitte.
Ja, die ist zu. Okay, easy. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Ich hab vorne, wir haben die Fahne gepackt. Oh nein! Warte, ja, wir müssen hier eine Rückplatte nochmal wegmachen, sonst löst es eine Kettenreaktion. Warte, nein, komm her, wir gehen hier außen rein. Komm, wir bauen uns einfach hoch. Okay. Wir sind oben. Zum Glück hast du den Vorsprung hier gebaut, sonst wäre das echt nicht gut ausgegangen. Oh, das ist voll schön hier drin. Ja, ich finde auch. Fenster, oh, es wird sogar langsam dunkel, oder? Wird es langsam dunkel? Willst du dir erstmal die Base zeigen? Doch, ich zeig die Base. Guck mal, hier, das Bett. Es ist schwarz, wie die Nacht. Ach, schön. Und hier unten, richtig cool, habe ich so eine Fenster gemacht, die sehen aus wie Gitter, aber es sind keine, es sind eigentlich nur Glasscheiben. Damit, falls Leute kommen, sie denken, ah, hier ist ein Gefängnis, da sind nur Leute eingesperrt, da müssen wir nicht hinkommen, um sie wahrscheinlich anzugreifen. Clever. Ich finde es auch schön, wir haben ein Sofa, können wir uns ein bisschen die Tür angucken, falls jemand reinkommt. Ja, allerdings, gefällt mir definitiv auch, ja. Ich geh mal rausgucken. Ey, es ist wirklich Nacht jetzt, oder? Ja, ich glaube auch. Oh, guck mal, die Sonne geht richtig raus. Ja, ich glaube, es wird gleich Nacht. Warte, ich höre hier irgendwas. Ich glaube, hier ist was drin. Guck mal. Oh, in dem Haus. Ist Papageien drin? Ja, ja. Warte. Ich komm mal rüber mitgehüpft. Oh ja. Der Blaue guckt mich an. Ich mag den Blauen. Der Blaue ist mein Freund. Aber der Weiße nicht. Den mag ich nicht. Ronja! Easy? Ab in die Base! Ab in die Base sofort! Ab in die Base! Ab in die Base sofort! Ja, warte. Nein, kommst du nicht rein? Warte, ja, ich hüpf hoch. Bau dich hoch, bau dich hoch. Ich baue mich hoch. Oh mein Gott! Was ist denn? Guck mal raus. Ich hab die Tür gemacht. Schon. Nein, auf guck mal, das raus. Rauszunehmen. Da vorne, ich oh nicht, mein das Gott. Das ist einfach nur ein schöner Nachthimmel. Nein, da unten. Oh. Guck doch mal vor unsere Tür, Ronja. Guck doch. Hä, wo bist du denn? Komm doch her! Hier. Unter mir! Mein Gott! Unter dir! Oh mein Gott! Das sind ja wirklich Herobrines. Oh! Sind die runtergefallen? Die lauern. Ah! Guck mal! Oh, guck mal! Krass, ein paar haben wir getroffen! Oh, guck mal, der eine fällt in meine Falle runter! Was für ein Anfänger! Ich hab's genau gesehen! Haha! Ich mach's jetzt runterfallen und dann mitten in den Wind. Okay, ich bin mir sicher, du schaffst es hier alleine. Ich gehe zu dem Papageien und leiste den Gesellschaft. Was? Nein? Oh, guck mal, die fallen alle. Einer nach dem nächsten fällt in meine Grube. Ich hab irgendwie. Habe ich mir eine größere Explosion erhofft. Ich habe da unten zu wenig TNT reingepackt, merke ich gerade. Anfängerfehler. Anfängerfehler. Easy, bist du wirklich weg? Ja, ich bin gerade weg. Bist du doch nicht sicher bei den Papageien? Komm zurück. Und die kommen wieder raus aus der Falle. Der ist einfach rausgepiept, der Dude. Hier kommt noch einer. Easy, ich will nicht alleine hier im Haus stecken. Warte, du bist da hinten? Hier sind welche. Bist du des Wahnsinns? Kämpfen wir? Oh mein Gott, nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Komm wieder zurück. Ja? Ich komm zurück. Oh nein. Lass mich. Ah, ich hab ganz viele vor der Haustür. Oh mein Gott, hier sind richtig viele noch. Oh mein Gott, wo bist du? Ich bin hier. Hi. Hast du einen Bogen oder sowas? Ich hab nur ein Schwert. Wir müssen die irgendwie töten. Schönes Eisenschwert. Ich kann mich nicht mehr zerstören. Ich hab noch einen Bogen, aber ich hab, glaube ich, keine Pfeile, oder? Warte mal. Doch, ich hab noch welche. Aber nur die hier. Welche? Guck mal. Die Pfeile habe ich nur. Ich weiß nicht, ob die was bringen, wenn man die angreift. Keine Ahnung. Feuerresistenz. Weiß es nicht. Und? Swift. Warte, dann werden sie doch nur schneller, oder, wenn wir sie anschießen? Ja, ich glaube ja. Das wäre nicht so gut, oder? Ich weiß es nicht. Ich schieße ihn mal an. Komm schon. Nimm das. Warte. Los, wir machen die Herobrine Army fertig. Oh, ja. Die können gar nichts machen gegen unsere coole Base. Ja. Ah, zack. Falte mein Loch. Ich habe es nicht umsonst gebaut. Ich saß da 2 Minuten dran. Hey, mega nett. Ah, was, mein Gott, nein, ich bin unten. Nein. Oh, oh. Sie sind hinter mir her. Wo bist du? Ich bin unten vor unserer Base. Ich helfe dir. Komm schon, hinter dir. Und? Zack. Ja. Okay. Warte, nice. Sind noch mehr da? Ich weiß es nicht. Ich guck mich gerade um. Hier kam, glaube ich, aus der Richtung. Aber hier ist, glaube ich, keiner mehr. Darf ich nur mal anmerken? Guck mal, mein Loch hat uns treue Dienste geleistet. Ist keiner drin. Ey, aber ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich glaube auch. Also ich sehe hier keine mehr. Der Bogen war gut. Der Bogen war gut? Geht's? Ich gucke nach meinem Papageienfreund, aber nur nach dem Blauen. Oh mein Gott! Oh, da ist noch. Oh mein Gott, das sind echt viele. Ah, Isi! Du Wahnsinnige! Ah! Nein. Warte, was ist das denn? Wo kommt die denn da her? Die haben sich doch irgendwo versteckt. Warum sind denn das so viele? Ich dachte, es gibt einen. Aber scheinbar ist es eine ganze Armee. Ja. Guck mal, wir haben eure Mineralien extra nicht verbaut, damit ihr es nicht seht. Und trotzdem greift ihr uns jetzt an. Ohne Grund. Oh, Ronja, lauf. Ich renn schon. Sie sind auf dich fixiert.
Wie schön. Danke. Wie, sowas ist immer gut nicht zu hören. Lauf einfach weg. Nee, ich will. Schaffst du's? Ja. Es ist Tag. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Es ist Tag. Guck mal. Halleluja. Es ist Tag geworden. Oh, in Base steht wieder ja eins. Das war hier echt eine Aktion. Ja, stimmt, die Base hat gut gehalten. Wir hätten auch einfach drinbleiben können. Ja. Wenn wir nicht raus. Obwohl, ich meine, die hätten einfach irgendwann durch die Türen kommen können, ne? Naja, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert auch Izzys Kanal. Da kommen auch Folgen hiervon. Oder abonniert auch meinen Kanal. Da kommen auch Folgen hiervon. Das versprochene Projekt, was eigentlich heute hätte kommen sollen, kommt erst nächste Woche. Das dauert noch ein bisschen in der Vorbereitung. Aber oder da könnt ihr zwei euch, oder drei oder Wochen. Zwei, wir arbeiten gucken, wie dran, lange es ja dauert. Ich schlafe. Ganz subtil gemacht. Naja. Schreib die Kommentare. Ja. Du leider.